Jo, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Block Network. Heute mal wieder ganz alleine und ab 20 Uhr mache ich dann was mit Cheater, Timeplayer TV. Und ich war zweimal jetzt im Livestream von Pet. Und ich muss noch eine persönliche Musik etwas leiser machen. So. Und ich war in den Livestreams von Pet und habe da einiges gemacht. Ich weiß nicht, was ich genau neu gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich mir eine Mobfarm gemacht. Da dürfen jetzt eigentlich auch wieder Mobs drin sein. Oh ja. So, ihr seht jetzt hier, die haben genau ein Leben. Das heißt, ich könnte jetzt auch theoretisch finden, die einfach nur mit einem Schlag kaputt machen. Aber ich mache es eigentlich immer ganz so, weil es einfach schneller geht und keine Ahnung. Einfach nur, weil ich es kann. Hoffen wir, dass Level 30 zusammenkommt. Sieht aber eher nicht so aus. So. Ah, knapp. Und diese Spoil-Specs sind echt praktisch, weil die bringen mir massig an Ressourcen. Ich habe auch in dem Livestream schon ein wenig gefarmt und ihr werdet gleich sehen, was da für Massen zusammenkommen. So, die Kiste ist voll. Zack. Boom. So. Das da ist noch zusammenkommt, das da und das da. Allein die Force mit, ey, wie geil ist das denn? Ach, TNT-Cards haben wir ja auch noch. Einige. So, dann mache ich jetzt schon Level 30. So, jetzt dürften genug da sein für Level 30. So, dann kann ich mir auch wieder ein neues Buch enchanten. Komm, so. So. Automatisieren werde ich die natürlich auch noch, aber... Das ist mir dann ein wenig zu viel Arbeit gewesen in dem Livestream. Da war ich auch müde, weil ich gerade von den Gamescom kam. Und ja, das war mir dann ein wenig zu stressig, das alles zu automatisieren. Nein, meine Fackeln bleiben bei mir. So, ein paar Bücher hatte ich ja auch schon enchanted. Flame 1, Power 4, Fortune 2, Effizienz 4 und Protection 4. Also eigentlich saugute Enchantments. Zack. Infinity, perfekt. Da haben wir uns jetzt schon mal einen hammergeilen Bogen gemacht. Infinity, Flame und Power 4. Gut, ich mache mir jetzt mal zwei Upgrades auf meiner Power Armor. Nämlich Fortune. Ne, und dafür brauche ich jeweils 5 Level, glaube ich. Oder mehr. Und dann stelle ich mich jetzt hier kurz hin. Und was ich noch gemacht habe, das zeige ich jetzt auch noch schnell. Ein Ultimate Hybrid Solar Panel und das ist mega arschteuer, aber das habe ich ernsthaft auf Vollbildmodus gestellt, Leute. So, ich hoffe, das macht nichts an der Ausnahme aus, aber das Teil ist überteuer. Ja. Jetzt habe ich Standbild Ultimate. So, jetzt sieht es eigentlich nicht teuer aus. Die Advanced Solar Panel habe ich in Master Cold Chunks und auch nicht teuer. Labs Lazuli Blöcke auch nicht. Aber diese Enriched Solar Sonarium Alloys. Ihr wisst nicht, was das für ein Aufwand ist. Die Teile gehen auch noch. Das ist einfach nur viel Uranium. Aber wenn wir dann auf dieses eine Teil gehen, was wir zweimal brauchen, das sind 8 Iridium Plates. Das heißt 16 Diamanten. Ein Stack Iridium Ore. Jedes Iridium Ore sind 7 Juju-Mette. Und davon Massen. Also, das ist mega viel gewesen. So. Und wir versuchen jetzt mal runterzugehen und mal ein paar Level abzustauben. Naja, das reicht noch nicht. Ach, und die Farben von innen zeige ich natürlich auch mal gerne. Das Ding habe ich hier gemacht, weil ich mich mal nachts hinstellen sollte. So, hier sind einfach die Spawnen, die gehen ins Wasser, die treiben dann in die Mitte und dann fallen die runter. 22 Blöcke. Sodass genau diese Anzahl zusammenkommt. Und ich werde auch noch im nächsten Livestream eine Wither-Skeletten-Farm machen, damit ich anstatt eine Gravity Gun, die ist auch ganz cool, damit kannst du Blöcke rumschweben. Und so, ich versuche den Block mal wieder drauf zu setzen. Komm. Komm.
ziemlich schwer mit der, weil die irgendwie ein bisschen rumbackt irgendwie. Ne, das ist falsch. allein wie schwer das ist, so ein scheiß Block dahin zu setzen. Klar, einfach so in die Luft gesetzt. Das konnte ich mit meinem Spawner nicht. Ey. Gut, probieren wir nur drauf zu schießen. Ach, geht doch. Mit links schießt man und mit rechts klickt in einem Anblick auf. So, in der Zeit, wo ich jetzt mit der Gravity Gun gefochten habe, dürfen hier schon wieder ein paar Monster zusammen sein. Und ihr seht auch, die ist richtig effizient eigentlich. Also ich glaube, ein Zehntel der Mobs sterben. Oh, ein Herzchen. Ja, die Level reichen. Noch ein Herzchen. Zack. Und diese Bögen, ey, die werfe ich immer weg, weil die sind total unnötig. Ach gut, ich bin alleine. Zack, gehen wir mal ganz schnell schlafen. So, hier habe ich noch einen Spinnspawn, aber den konnte ich nicht verwerten. Da fehlt eine Fackel. So, da, was können wir hier wegwerfen von? Das da und nein. Die Herzen können wir bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Deshalb, Pfeile haben wir echt dann übermaßen. Also hier haben wir allein zwei Stacks. Hier haben wir zwei, also fast drei Stacks. Und hier habe ich schon was weggeworfen, weil es zu viel wurde. Ach komm, ich nehme mal gerade die wichtigen Ressourcen raus. Und wir haben hier auch Rotten Flesh im Überfluss. So. Ach, hier ein Block aus Steel haben wir sogar auch da drin bekommen. Taumium Ingot. Ich glaube, hier war es das. Und hier haben wir noch nichts. Okay. Gut, dann crafte ich mir jetzt mal. Zack. Und wir haben den Boss besiegt im Dingsens, weil Twilight Forest. Was macht der da drin? Und dabei habe ich hier diese Trophäe bekommen, die weggesprengt wurde durch einen scheiß Creeper. Aber ich habe dieses Mega-Schwert bekommen. Und das klang gerade irgendwie komisch. So, Effizienz 4 hier. Oh, yeah. Und Fortune 2. Oha. 10 Level. Na, kein Problem. Also als erstes lasse ich das hier mal in der Zwischenzeit craften. So. Und ich habe mir hier schon den Stab verzaubert und so, aber da kam nur irgendeine Kacke raus. Oh, jetzt habe ich diesen Block genommen. So. Und abschießen. Ach gut. So, dann einfach nur, weil ich es kann, schieße ich jetzt meinen Block. Ich war es nicht. Falls jemand fragt, ich war es nicht. Ich glaube, mein Grundstück. Perfekto. So, das haben wir auch was fürs allgemeine Wohl der Stadt getan. Zack. Was das bringt, keine Ahnung. Mal ein bisschen inventarlos werden. So, es dürfte noch genug Level für Level 10 da drin sein. In der Zwischenzeit mal was essen. Ja, locker. Zack, 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 zack. Und vielleicht haben wir noch genug Level, um das umzubenennen, die Power Fistu. Ne, haben wir nicht. Boah, wie viel Knochenmehl ich mir allein dafür machen könnte. Das lohnt sich ja schon fast, eine Baumfarm nur zu machen, die hier immer nicht funktioniert. Weil ich dafür zu faul bin, sie zu coden. Hier, guck doch mal diese Massen an Bones, die ich dazu bekomme. Ey, das sind. Boah. Ich müsste auch mal ein Sortiersystem mit reinbringen. Also, ich bin für sowas zu faul. Sowas ist alles aussortiert. So Rotten Flesh und sowas. So, gucken wir auch gleich mal, ob es funktioniert mit Fortune und so. Fortune, ich sag immer Fortune. Ach ne. Ich sag immer Fortune. Ja, jetzt kostet nur noch 7, ne? Wieso ist da jetzt kein Enchantment drauf? Wieso ist da jetzt kein Enchantment drauf? Wieso ist da jetzt kein Enchantment drauf? Na.
schlecht. Mann! Wieso ist da jetzt kein Enchantment mehr drauf? Ach, egal. Ultimate. Oha, guckt euch mal allein. Guckt euch mal allein die. Hybrid Solar Panel. So, wenn hier ist, was in die Luft geht, dann weiß ich auch nicht, was ich da noch machen soll. So, ist das in die Luft gegangen? Nein. Läuft. Oh, ein Output von 512 und... Oh. So, dann machen wir hier gleich noch Overclock-Upgrades, damit das hier schneller läuft. So, jetzt hier mit Amplifier. Alter, wie schnell der Amplifier allein durchzieht, ey. Yo! Okay, jetzt läuft die Juju mit der Produktion hier. Ja, ich glaube, da brauche ich ein paar mehr Kisten als die hier, ne? So, dann machen wir uns hier mal ein paar... So, Tin habe ich hier eigentlich noch, ja. So, dann brauche ich 3 Eimer. Die Öleimer waren für Nether. Zwei habe ich hier und dann machen wir halt noch einen dritten. Zack. Damit auch meine Scrap-Produktion ein wenig ansteigt. Naja, offscreen ein bisschen was machen, ne? Zack. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und zack. So, dann muss ich mir noch ein Electronic Circuit habe ich, glaube ich, sogar noch. So, dann brauche ich jetzt 6 davon. 6 da, 3 davon. Und mache hier mal Kabel. 3 Overclock Upgrades dürften eigentlich reichen. So. Brauche ich hier noch Force Ingots? Habe ich hier keine Force Gems? Doch hier. Zack. Und dann haben wir hier auch schon Force Ingots. Dann brauchen wir noch Redstone, habe ich gerade so bemerkt. Zack. Boom. Und haben wir schon die Electronic Circuits und dann brauchen wir noch Redstone. Nein, kein Copper. So. Okay. Overclocker. So, mal gucken. Ach, Copper Cable, du. Oh. Komm. Komm, ich brauch das Rubber für eh nichts anderes. Wart ihr eigentlich auf der Gamescom? Das würde mich auch mal so interessieren, eigentlich. Weil ich war dort, und wurde zum Glück nicht erkannt. So. Das hat mich eigentlich ziemlich gefreut und eigentlich auch nicht verwundert. Weil ich meine, so einen Bekanntheitsgrad habe ich jetzt auch nicht, dass ich erkannt werden würde. Und dafür darüber bin ich eigentlich noch ziemlich froh. Weil, ich meine, ich bin immer noch ein Schüler. Und da mag ich das auch nicht so, wenn ich erkannt werde. Zack. Und da habe ich eine Facebook-Nachricht erhalten. Zack, zack, zack. So, ich weiß gar nicht, ob 2 reichen. Können wir ja mal austesten. Und jetzt... So. Da müssen wir den Output nach hier stellen. Einmal brauchen wir Wasser. Zack. Oh, 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 da hat wohl jemand einen Redwood wachsen lassen. Nice. Und Ressourcen habe ich jetzt übrigens auch genug durch meine Quarry. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe einen Waypoint, der hat einen Quarry.
So, und Lava hole ich wie immer von hier unten. Zack. Da hinten kann ich auch holen. Und schwupps. So. Dann haben wir auch das hinter uns. Bumm. Und ihr würdet jetzt sehen, mit einem Overclock-Upgrade übersteht hier ein Überfluss. Ja, so dürfte es eigentlich passen. Ja. Das läuft. Das läuft. So, das läuft, Leute, das läuft. So, ich spare natürlich weiterhin hier auf noch so eins, weil das Ding ist echt übergut. Das hatte ein, ich glaube, warte mal, drei, ein 1 Million Energiespeicher, das heißt MFSU, hat ein Output von 512, das heißt MFSU, und generiert wie ein HV-Solarpanel 512 EU pro Tick. Wow, 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 wow. Das ist gut was. Und ihr seht hier, die Produktion ist auch ziemlich schnell schon ohne Scrap. Also Scrap brauche ich da echt noch um einiges mehr. Theoretisch kann ich mir da auch noch mal ein bisschen Tin holen. Zack. Und lassen das durch unseren tollen Pulverizer hier durchfließen. So, ihr seht hier, hier läuft das leider nicht nachts. Und das hier generiert nachts noch 64 EU pro Tick. Die hier nur ein. Also das, selbst nachts produziert's. Und selbst nachts produziert's mehr als alle meine anderen Solarpanel zusammen. Also, das läuft. Oh, meine Folge ist ja schon überzogen. Ich weiß echt nicht, wieso es nicht enchanted hat. Ich nenne es immer Dream. Wieso kostet es denn jetzt auf einmal mehr? Oh Mann, das nervt mich jetzt aber, dass meine Enchantments weg sind. Komm, probieren wir es nochmal mit Protection. Ich meine. So. Zupalapapu. Glänzt meine Rüstung auch noch. Wieso geht das denn immer weg? Okay, anscheinend kann man den nicht enchanten. Ich lasse es. Mein Protection 4, mein Fortune 2. Ich werde mal Kevin fragen, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, die wiederzubekommen, weil das ist echt irgendwie blöd bisschen. Und ich meine, ich habe es ja in der Aufnahme, dass es irgendwie durch den Bug im Spiel ist und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.